Hallo, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Tanto winkt euch zu, sagt auch Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball. Ja, während Tanto sich hier noch ein bisschen auswinkt, schauen wir mal, wer hier alles unterwegs ist. Lisabeth, Kyle, Evelyn, Doff, Ronald. Naja, und eine Statue von Mr. Satan. Aber so what. Die lassen wir da jetzt mal alle links liegen. Der Raditz will immer noch was von uns. Aber wir gucken jetzt mal. Da steht Trunks. Wo war denn jetzt dieser Laden? Dieser Fertigkeitenladen. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen Kohle gesammelt. Themenregistrierung. Kämpfe. Johnny. Wie viel Geld haben wir denn? 5437. Und dann können wir doch mal hier in den Läden gucken, ob wir da vielleicht irgendwas Interessantes finden, was uns weiterhilft. Aber da sind wir hier anscheinend falsch. Morris. Der sieht witzig aus. So. Müssen wir die andere Teilung rüber. In einen anderen Sektor, in einen anderen Bereich. Oh, hallo Erika, Mensch. Können wir in Nahaufnahme gehen? Nee, leider nicht. Mensch. Amura! Hallo! Ich gebe das Winken langsam auf. Ehrlich. Hier bin ich. Suchst du mich? Ja, hallo. Menno. Das ist so deprimierend. Das finde ich ein bisschen doof. Du kannst hier nirgendwo, du hast hier irgendwie solche Barrieren. Man darf sich nicht mal auf eine Bank stellen. Also bitte. In einem guten Spiel möchte ich mich auf eine Bank stellen dürfen. So geht das doch nicht. Objektladen. Schauen wir doch mal, was wir da Schönes haben. Die Energiekapseln waren echt gut. Ein wenig Gesundheit her. Da würde ich gern echt, ja, drei kaufen wir mal. Das war echt super. Man lädt alle verbindet ein wenig auf. Also hier werden wir auf die Unterteilung. Ach du meine Güte, was ist denn das? Z-Seele des Zeitsoldaten aktiviert in Krisensituationen kurzzeitig keine Benommenheit bei Angriff. Okay. Ah ja, was haben wir denn zu verkaufen? Das Chichi-Kostüm können wir verkaufen. Kriegt mal 800 Münzen zurück. Hey, wir sind sogar mit dem Plus. Nein, ja, wir kommen. Wir sind sogar. Nein, ach Mensch. Ich mag den zu sehr. So, jetzt bin ich endlich losgekommen. Raumzeitzustellung. Ein Mischladen. Was haben wir denn da schön? Schließe ihn in eine Kapsel ein, um ihn zu verwenden. Aha. Rezeptmischung. Ach du gute Güte. Wer hat mir das? Ja, wir werden sicherlich brauchen, sonst wäre es hier nicht mit eingebaut. Ich habe jetzt gerade keine Lust hier auf irgendwas drauf loszukaufen. Oh, ein Kostümladen. Das ist mir wichtiger. Man muss schon gut aussehen. Kampfanzug. Was haben wir denn? Da rechts sehen wir ja, was es so alles verbessert. Trainingstempel G. Kostet natürlich auch ordentlich. Haben wir irgendwie einen Anzug, der nur verbessert? Ne, also überall geht irgendwas runter. Hier, das ging aber. Nee, den Kampfanzug von Raditz will ich nicht. Schon wieder der Kampfanzug. Mensch, nö. Nö. Haben wir noch was zu verkaufen? Nö, okay. Dankeschön. Zubehörladen. Und dahin ist bald. Gab es nicht noch einen Fertigkeitsladen? Ach du Gott. Ein Hut, wie der den König Pilaf immer trägt. Wettkampfansage. Ja, geil. Die Brille vom Wettkampfansager. Reisehut. Den Tenshinhan getragen hat. Gott. Wir haben Schuss Schwert. Auch geil.
Wollen wir uns einen Reisehut aufsetzen? Nee, ich glaube, das passt nicht zu uns. Dankeschön, aber nein. Ach komm, aus Spaß. Ist mir jetzt egal. Ja. Wir haben jetzt im Prinzip Chichis Kostüm gegen diesen Reisehut getauscht. Wo kann ich den denn jetzt aufsetzen? Oh. Nee, ich will es ja nicht ablegen. Ich will es aufsetzen. Wo kann ich denn das jetzt machen? Böser Strahl. Böser Strahl, du. Ich will jetzt hier auch nicht zu lange suchen. So. Wir haben den Hut auf. Es sieht total lächerlich aus, aber Tanto, das machen wir jetzt. Mischladen, Fähigkeitenladen. Kein Fähigkeitenladen, das ist das Problem. Wir sind jetzt Tanto mit dem Reisehut. Wir reisen ja gerade. So, können wir denn noch on? Was ist denn Offline-Kämpfen? Hier wählst du die Kampfregeln und kämpfst gegen die Computer. Bringt uns das irgendwie. Na, lass mal lieber da drüben gucken bei den Offline-Parallel-Quests. Nee, ich möchte dieses Game auch offline zocken. Also daran werde ich auch nichts ändern. Oh, jetzt gibt es schon mittlerweile 2 Sterne. Pflanzenmann-Rache. Zahllose Pflanzenmänner aus dem Nichts verursachen überall Chaos. Verteidige die Erde vor ihnen. Was haben wir denn hier mittlerweile? Ach du meine Güte. Ach. Oh, ho, 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 ho. Ui, ui, ui. Oh. Entschuldigung, aber ja klar. Nichts einfacher als das. Freunde, wir kümmern uns erstmal hier um die Pflanzenmänner. Jetzt aber los. Oh, wir haben eine größere Auswahl. Das ist schön. Wir nehmen Son Goku mit, so wie immer. Können wir Vegeta auch was anderes anziehen? Das finde ich nicht schön. Ja, komm, wir nehmen Pflanzenmann gegen Pflanzenmann mit. Ach komm, wir nehmen noch Son Gohan mit. Wie kann ich noch jemanden mitnehmen? Ich merke gerade, wir können uns gar nicht auswählen. Warum können wir uns nicht auswählen? Warte mal, was ist denn da? Hier, zack. Ich wusste, irgendwas habe ich falsch gemacht. It's me. Thank you very much. It's me, Mario. Woohoo. It's me, Son Goku. Entschuldigung. So. Pflanzenmann-Rache. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? I gotta be strong. I won't lose. Viertelstunde. Was haben wir hier? Ah. Nein, du sollst nicht schießen. Da ist ein Pflanzenmann. Angriff. So, der Überraschungsmoment hat natürlich sehr gut funktioniert. Wow, Freundchen. Warte mal, irgendwie gefällt mir hier gerade etwas überhaupt nicht. Und zwar Son Gohan und Son Goku haben jetzt schon Schaden genommen. Aber wo sind denn die? Ich finde die nicht mehr. Wow, 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 wow. Ach, hier seid ihr. Gut. Ich wollte nur in der Nähe sein. Damit, falls was zustößt, ich denen helfen kann. Aber ich glaube, die haben mittlerweile mehr K.O. geschlagen als ich. Wow. Ich steh auf.
damit ich dich weiter verprügeln kann. Okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Da müssen wir dann lang, aber hier haben wir noch ein paar Objekte. Die sollten wir schon mitnehmen. Aufheben. Da. So, jetzt aber. Los geht's. Ich glaube, ein Objekt liegt noch irgendwo, aber jetzt geht's erstmal weiter. Kommt ruhig mit. Gelber jetzt auch noch. Die nehmen ja hier jede Farbe an, die es gibt, oder was? Komm schon. So, damit ist der K.O. Die nächsten. Deine Verteidigung bringt ja hier nichts. Warte mal, wir hatten doch jetzt mittlerweile böser Strahl. Das sah nicht schlecht aus. Wo sind sie denn? Da. Verteidige dich doch nicht. Hinterher. Komm her. Wie viele müssen wir überhaupt? Wie viele waren es? Ich weiß es gar nicht. Den haben wir jedenfalls erledigt. Na, wer kommt jetzt? Kukiki! Kukiki aufs Maul! Jetzt fang dich doch mal wieder. Ja, ja. Ah, oh, verdammt, nicht getroffen. Das ist aber mal gut hier. Ich schlag dann immer in die falsche Richtung. Ja, wir prügeln zu dritt auf einen und denselben ein. Sehr geil. Ein Angriff. Oh, Mist. Oh. Das ist der einzige noch, ne? Oder? Wieder geschlagen. Oh, jetzt habe ich noch. Das war jetzt Overkill, würde ich mal sagen. Müssen wir zurück? Weil hier war jetzt niemand mehr, oder? War jetzt ruhig. Wir haben noch den Kapsellandeplatz da drüben. Gegner haben wir keine mehr. Kann das hier mal noch aufnehmen? Es ist so episch. Wir kämpfen mit Son Goku und Son Gohan zusammen. So, und da hinten sind wir noch ein paar. Leute, wir kommen! Die können sich nicht vor uns verstecken. Schwarz auch noch jetzt. Vielleicht zurück hier. In die andere Ebene zurück. Grünen. Das ist Mistvieh. Wow, das. Ich hasse es, wenn die mich am Fuß greifen. Oh, jetzt schon wieder. So. Jetzt geben wir ihm den Rest. Nein, er gibt uns den Rest. Naja. So. Machen wir den nächsten. Da hinten. Ich
Wer taucht jetzt auf? Oh. Ey, es ist. Ich hab ja nichts gegen Multikulti, ne? Aber. Langsam nerven diese Viecher. Böser Strahl! Ah, Mist, nicht getroffen. Dafür müssen wir näher dran sein. So zum Beispiel. Bam! Naja. Ah, komm her. Zack. Wir haben wieder einen ausgeschaltet, das ist gut. Den haben wir jetzt auch. Kleines Mistvieh. Aus der Entfernung hat das keinen Sinn. Jetzt nochmal. Erhalten Ausrüstung. Klingt doch gut. Ah, immer noch. Oh, so ein Gohan ist vergiftet. Ach, wieder falsch. Wo denn jetzt noch? Müssen wir zurück in die Berge. Doch, meinst du nicht? Hm. Aber. Oh, da, jetzt neuer Feind. Oh, welche Farbe jetzt? Scheiße. Ey, wir gehen hier wirklich alle Farben durch, die es gibt. Ihr habt keine Chance gegen uns. Boah. Immer wenn ich auf Großgusche mache, krieg ich mal aufs Maul. Ich sollte es vielleicht mal lassen. Komm her, in your face. So. So hat es jetzt schon mal funktioniert. Komm her. Ah, der konnte ausweichen. Wir haben mal. Da hinten ist noch einer. So ein Gohan. Oh. Schöner Finisher, Goku. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir alle Farben durch, ey. Na, es reicht für ein Level Up. Sehr schön. Rang C, hey. Ich habe nur 5 besiegt, was? Das waren doch mehr. Willst du mich verarschen? Levelaufstieg. Energiesplitter, Abwehrsplitter, gut, ich gehe zuerst. Schon allein dafür hat sich doch diese Aufgabe gelohnt. Um einfach mal ein Level Up zu haben. Der Raditz geht mir auf den Sack, der da steht. So, und dann gucken wir doch gleich mal. Attribute pusten. Mehr Gesundheit. Mehr Ausdauer. Und Grundangriffe müssen noch stärker werden. Ich gehe einfach nach dem, was ich am häufigsten einsetze. Energiekapsel. So, was haben wir denn jetzt hier? Nö. Da haben wir nichts Neues freigeschaltet. Ausrüstung ändern. War hier irgendwas dabei? Achso, da können wir den Scooter. Was ist denn das jetzt hier? Geringe Chance auf Aktivierung bei Kampfbeginn. KI lädt kurzzeitig automatisch. Chance auf Aktivierung, wenn du K.O. gehst. Reduziert KI und Ausdauer aller Feinde auf 0. Da habe ich wieder nicht K.O. gehen. Gut, ich gehe zuerst. Ja. Gut. Daten. Oh Gott. Nahkampfangriffe Einsatz 83%. Krass. Sieg ohne Schaden leider noch nicht. Besiegte Gegner 40. Höchste Kombo 23 Treffer. Okay. So. Trunks steht da drüben.
Dem können wir aber gerade nicht in der... Hey! Nee, sorry. Wir machen hier die ganze Zeit Parallelquests. Was erklärst du uns das nochmal? Kam jetzt nochmal eine dazu? Hallo? Nee. Sie haben keine mehr. Wir müssen dann schon hier Level 2 gehen. Brecher, Explosionswelle, Urlaubsauslöschung, Armcrash. Okay. Ich überlege gerade, was wir... Also jetzt in dieser Folge werden wir natürlich jetzt nichts mehr anfangen. Dafür sind wir jetzt schon bei 21 Minuten angekommen. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge uns daran wagen an die Saiyajins. Oder ob wir vielleicht doch mal so einen Kampf machen. Naja, lasst euch überraschen. Bis dahin. Setzen wir uns erstmal hin. Und Tanto und ich warten geduldig auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Und das hoffe ich hier bei uns bei Dragon Ball Xenoverse.